Heute gehen wir alle Items combine. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ist das möglich, Ronja? Und ich habe die Antwort für euch. Und zwar mit diesem Item Combiner. Und zwar hat der mir eben schon im Chat gesagt, dass ich eine Steinhacke und einen Sapling kombinieren soll. Das heißt, wir machen uns jetzt hier erstmal kurz. Da hinten ist ein Baum, den sehe ich schon. So, wir machen uns auf zum Baum. Oh mein Gott, in dem Baum ist eine Biene. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich muss euer Haus zerstören. Es tut mir leid, Leute. Ich habe keine Wahl. Hier sind keine Bäume. Ich dachte, ich bin in Plains. Das ist der einzige Baum in ganz Plains. Aber ist okay. Wir lassen das Bienennest da, wo es ist. Ich hoffe, dass sie nicht stinkig sind mit mir. Dafür, dass ich den Baum kaputt mache. Aber sie haben sicher Verständnis für mich. Und dann brauchen wir natürlich noch Saplings. Das heißt, wir müssen wirklich den ganzen Baum hier zerstören. I'm so sorry. Okay, Leute, perfekt. Wir sind nun stolzer Besitzer eines Oak Saplings. Ich würde euch ja einen neuen Baum pflanzen, aber ich brauche den. Es tut mir leid. Vielleicht fällt noch einer aus den Blättern, der sich selber anpflanzt oder so. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall schnell zurück zu unserem... Oh, da ist noch einer. Wisst ihr was? Ich bin mal nicht so... Hier, habt einen neuen Baum. Seid froh. Ich brauche nur einen Sapling. Und wir brauchen selbstverständlich auch noch Steine. Da habe ich noch keine gesehen. Wir packen auf jeden Fall erstmal unseren Crafting Table hier direkt neben den Item Combiner, denn ich glaube, hier ist so ein bisschen unser Main Ort. So, zack, dann machen wir hier ein paar Stöcke, mehr brauche ich gar nicht. Zack, weil wir wollen natürlich... Oh, wisst ihr was, ich mache eine Kiste, einfach nur, damit ich den ganzen Kram auch irgendwo aufbewahren kann. Hier, zack. Und wir machen uns erstmal ganz kurz... Wir machen uns erstmal ganz kurz hier eine Spitzhacke, damit ich auch Steine abbauen kann, ohne dass es 500.000 Jahre dauert. Denn wir wollen natürlich Items combine und nicht Quatsch machen. Oh, perfekt. Hier sind auch schon Steine. Da musste ich gar nicht weit von unserem Ort abweichen. Ich werde mal die Kohle mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir noch Kohle brauchen, um irgendwas zu kombinieren. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen... Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Steine, mehr als genug Kohle. Jetzt erstmal hier wieder raus aus dem kleinen Ort, den wir hier... Oh, gar nicht schlecht. Aber nicht schlecht zu wissen, dass es hier eine Höhle gibt. Die werden wir vielleicht später noch brauchen. So, zack, zack, zack. Dann sind wir aber dran und können unser erstes Item kombinieren. Ich bin so aufgeregt. Oh, ich bin richtig gespannt, wie das funktioniert. Okay, also wir brauchen einmal eine Steinhacke. Und ein Sapling. Okay, Leute. Steinhacke. Sapling. Der Baumzerstörer. Rechtsklicke, wenn du in der Nähe von Bäumen bist. Ja, viel Glück damit. Und was wollen wir als nächstes? Eine Kartoffel und eine Karotte. Okay, die muss ich irgendwo suchen gehen. Ich muss eh hinten irgendwie, um zu Bäumen zu kommen. Das heißt, vielleicht finde ich da hinten welche. Okay, Leute, ich bin jetzt hier ein bisschen runter. Da oben ist unser, unser kleiner Dirtpfeiler. Daran erkennen wir es. Hier ist übrigens eine riesen Höhle. Gar nicht schlecht. Und hier unten sind ein Haufen Bäume. Hier sind auch Blümchen. Die nehme ich mal mit für Farbe, falls ich später welche brauche. Und dann gucken wir mal, was dieser Baumzerstörer kann. Rechtsklick in der Nähe von einem Baum. What? Wie cool! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Baumzerstörer! Let's go! Oh, das macht voll Spaß! Oh mein Gott, einfach aus einem Sapling und einer Hacke! Aua! Hä? Oh, perfekt! Und ich habe auch einen Apfel gekriegt! Das ist gut, weil ich bin sehr, 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 sehr hungrig. Ich glaube, einen Apfel wird es nicht tun. Ich guck mal, ob ich hier noch einen rauskriege. Oh, perfekt! Ich habe tatsächlich noch einen gekriegt. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Keine Sorge, wir haben auch schon eine Kartoffel und eine Karotte gefunden und können gucken, was wir hier draus machen. Daraus wird eine Karottetoffel. Oh, perfekt! Oh mein Gott, sie wussten, dass ich hungrig bin. Was als nächstes? Steinschwert und Steinspitzhacke, die können wir direkt machen. Okay, Leute, wir sind hier erstmal. So, Steinspitzhacke, das ist eine Axt, hoppala. Steinspitzhacke brauchen wir sowieso. Und Steinschwert. Zack, Bumpeng. Mal gucken, was wir da draus machen. Ich werde meine Karottetoffel noch nicht essen, weil die heilt 10 Hungerspalten. Aber ich glaube, das ist perfekt, weil dann müssen wir nicht gleich noch mehr Äpfel farmen. Und ich denke, die wird uns gute Dienste leisten. Oh, es wird dunkel. Nein. Oh nein, das heißt, es kommen bald Zombies. Okay, dann brauchen wir schnell eine Waffe. Und zwar, ups, falsch rum. Die Steinspitzschwert. Oh, das kann ich upgraden. Und zwar eine Fackel und ein Eisenemblem. Okay, eine Fackel können wir schon mal machen.
Ich denke, es wäre auch ganz sinnvoll, ein paar Fackeln zu machen. Ups, es waren vielleicht ein paar viele. Aber ich habe ein bisschen Schiss hier so im Dunkeln. Ich bin, ne, mit Monstern läuft nicht so gut. Klar, wir haben unsere Steinspitz, Axt, Hack, was auch immer, Schwert. Aber, ne, sicher ist sicher. Bisschen Helligkeit. Dann seht ihr natürlich. Also eigentlich mache ich das nur für euch, damit ihr was seht. Davon ist ein Creeper, supitastisch. Wir müssen jetzt nachts in eine Höhle. Supi, klasse, hab richtig Bock. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier in dieser Höhle, die bei uns direkt unten unter dem Chunk ist. Hier, ich leuchte mal ein bisschen alles aus. Hier sind ein Haufen Stalagmiten. Aber ich habe noch keine Monster gehört bisher. Also ich fühle mich recht safe. Wir nehmen unsere Steinspitz irgendwas. Ich glaube, wir bauen hier einfach mal ein bisschen drauf los. Ich meine, hier ist Kupfer. Vielleicht brauchen wir das später auch. Okay, hier hinten. Zack, zack. Oh, perfekt! Da haben wir auch schon Eisen gefunden. Okay, dann suchen wir mal unseren Weg aus der Höhle raus. Ich habe keine Ahnung, wo es hier reingeht. Ich glaube, da hinten. Okay, wir haben es geschafft. Hier ist unser kleiner Pfeiler. Oh mein Gott. Oh, wie war das in der Höhle? Friedlicher als hier draußen bei meinem kleinen Fackelturm. Bitte nicht, bitte nicht. Hey Leute, komm, hab ein bisschen Verständnis, okay? Ich muss hier Items kombinieren. So. Okay, das Skelett da drüben ist quasi peaceful, würde ich einfach mal behaupten. Das sieht mich auf jeden Fall nicht. Okay, Eisen muss ich einschmelzen. Das dauert nämlich auch noch mal eine Sekunde. Zack, zack, zack. Und das ist natürlich unseren ganzen Quatsch. Mal eben die Kiste. Zack, 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 zack. Außer natürlich die Items, die wir hier schon bekommen haben. Die brauche ich immer noch nicht, okay? Ich habe mich noch nicht so verausgabt. Ich bin einfach gestorben. Ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn ihr Essen sparen wollt. Wenn ihr einfach sterbt, dann respawnt ihr mit einer vollen Lebensbar. Und dann müsst ihr nichts essen. Kein Ding. Und unser Eisen ist fertig. Perfekt. So, ach so. Hoppala, eine Fackel brauchten wir trotzdem noch. Nein, ich habe alle meine Fackeln benutzt. Okay, kein Problem, weil ich habe hier noch welche rumstehen. Hier, zack. So, gar kein Ding. Fackel, Eisen. Wir können eine Eisenfackel machen. Und was brauchen wir? Eisenschuhe und ein Spinnenauge. Ja, ja, ja. Es kommt Zeit, kommt Rat. Was kann die Eisenfackel? Was? Die Eisenfackel ist super. Die Eisenfackel gibt uns hier nämlich einfach mehr Eisen. Das heißt, ah! Ey, Skelett, ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte halt echt, wir verstehen uns. Ich dachte, du und ich, wir sind zu einer Einigung gekommen. Aber sieht ja nicht so. Okay, perfekt. Hier sind sicher... Okay, ich habe hier ein bisschen Eisen. Ich brauche nämlich genug für Schuhe. Das heißt, wir brauchen 4 Eisen. Eins habe ich noch, aber wir haben hier eine Auswahl. So, das sollte erstmal reichen. Gar kein Problem. Das schmelzen wir ein. Zack. Und dann suchen wir uns währenddessen schnell mal eine Spinne. Nein, Enderman! Nein, 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 nein! Creeper, auch böse! Spinne! Spinne, wo bist du? Kleine Spinne! Spinn, Spinn! Ah, da ist eine Spinne. Perfekt. So, mein kleiner Stinky. Du droppst mir sicher gleich. Ah, so viele Monster! Nein! Nein, 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 nein! Okay, die Sonne geht auf, die Sonne geht auf. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur gegen diese eine Spinne hier gewinnen. Und da vorne ist noch eine. Perfekt. Okay, gar kein Ding, gar kein Ding. Das heißt, wir haben höhere Chancen auf ein Spinnenauge. So, die Sonne geht auf. Wir sind bald in Sicherheit und können in Frieden craften. Ja, 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 perfekt. Zack, zack. Noch einmal. Ja, oh, nee, die hat nur Wolle. Nicht Wolle, Spinnensaft. Oh, perfekt, Spinnenauge. Spinnensaft. Ich weiß nicht, in welcher Welt Faden zu Spinnensaft übersetzt wird, aber klar. Herzlich willkommen zu Minecraft mit Ronja. Okay, da hinten ist auch schon unser Turm. Wir machen uns mal wieder auf die weite Reise. Oh, wisst ihr was? Jetzt ist die perfekte Zeit für eine Karottetoffel. Perfekt. Nom, 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 nom. Was für ein Leckerbissen. Okay, wir haben hier Eisen. Wir machen Eisenschuhe. Zack. Okay, wir haben unsere Schuhe. Wir haben unser Spinnenauge und wir haben Spinnenschuhe. Was kriegen wir? Wir kriegen Armor, wir kriegen Armor Toughness und wir sind jetzt Spider-Man. Heißt, wir sind jetzt Spider-Man, dass wir an Bäumen hochlaufen können? Lass mich mal versuchen. Oh mein Gott! Ah, wie cool! Okay, 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 das wird sehr nützlich sein. Perfekt. Wir haben Armor, wir können einfach Wände hochlaufen, weil Spider-Man und so. Was als nächstes? Ich habe vergessen, im Chat zu lesen. Ein Schild und Netherrack. Das sollte jetzt mit meinen neuen Schuhen überhaupt gar kein Problem sein. Lass mich mal kurz farmen gehen. Ich fühle mich hier richtig sicher hier oben. Die ganzen Monster sind weg. Es ist ein guter Tag im Minecraft-Land. So, Leute. Nächste Items zum Kombinieren sind hier ein Schild und Netherrack. Damit können wir ein Lavaschild machen.
Damit können wir uns selber schützen und andere verbrennen. Was brauchen wir als nächstes? Eisenschwert und ein Blaze Rod. Ab ins Nether schon wieder! No! Okay. Also, wir tun erstmal wieder unsere ganzen Spirins hier in die Kiste. Das haben wir vorhin zum Portal machen. Hier, zack, zack, zack. Okay, wir haben jetzt dieses Schild, okay? Das können wir auf jeden Fall benutzen. Warte mal, wir können das in unsere Offhand tun. So, sieht gut aus. Das sieht jetzt ein bisschen aus, als ob wir ein wahrer Krieger sind, denke ich. Okay, wir haben diese Schuhe, wir können quasi Spider-Man und wir gehen jetzt zurück ins Nether. Wir haben nach wie vor halt einfach keine Waffe. Wir haben das da und die kann man theoretisch upgraden. So, da ist er. Zack. Wir brauchen einen Blaze Rod. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Festung finden. Yippie. Hier unten. Ich hasse das Nether. Ich bin da kein Fan von. Irgendwas mit den Farben. Ich bin kein Riesenfreund. Auch mit dem Fleisch, mit den Geräuschen, das ganze Geblubber von dem Netherportal. Ah, das freakt mich ein bisschen out. Aber keine Sorge, wir finden sicher eine Festung. Ach, stimmt. Überhaupt gar kein Ding. Ich vergesse es die ganze Zeit, dass ich halt einfach cool bin und dass ich Wände laufen kann. Das macht das Nether natürlich um einiges manövrierbarer, weil wir jetzt halt einfach hier so hoch können. Ey, das ist richtig nice. Das ist so cool, dass wir das einfach machen können. So, Leute, wir haben erfolgreich Blaze Rods gefarmt. Und wir können damit unser nächstes Item machen. Okay, ich zieh mal das Schild aus. Das stört mich ein bisschen. Ich finde es nicht so hübsch. Okay, so. Wir haben ein Schwert gecraftet. Wir haben unsere Blaze Rods. Wir können ein Blaze Rod machen. Rechtsklicke, um Feuerkampf zu aktivieren. Okay, als nächstes Eisen. Chestplate und eine Enderperle, überhaupt gar kein Problem. So, ihr Süßen, es tut mir sehr leid, was ich jetzt hier machen muss, aber ich habe keine Wahl. Oh mein Gott! Warte, was ist jetzt passiert? Ich habe irgendeinen Modus gekriegt. Was kann ich tun damit? Hey, es läuft hier irgendwas ab, aber ich weiß nicht, was es macht. Also, ich kann das Schaf hier töten. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Hä? Okay, wir haben irgendeinen Effekt gehabt, aber welchen? Was hat's gemacht? Fireflight. Firefly! Warte, heißt das, wir können fliegen? Naja, kein Ding. Ich baue hier erstmal noch ein bisschen Eisen ab. Wir brauchen ja noch eine Chestplate. Eine Enderperle habe ich tatsächlich gerade noch im Nether mitgebracht, weil ich schon gedacht habe, dass wir mal eine brauchen werden. Zack, zack, zack. Oh, perfekt. Hier ist noch mehr Eisen. Hier ist noch mehr. Hä, lol, ich bin auch ein Idiot. Ich habe einfach so Eisenblöcke. Die kann ich abbauen. Das ist viel besser. Wartet mal. So. Jupp, das geht deutlich schneller. Chestplate. Okay, ja, perfekt. Hier ist eine. Ups, ich brauche nur eine. So, zack. Dann haben wir unsere Chestplate, unsere Enderperle und wir können eine Ender-Chestplate machen. Drücke C, um dich zu teleportieren. Leute, wir können unsere Chestplate anziehen. Wir sehen aus wie ein kunterbunter Unfall. Es wird auch schon wieder Nacht, also Krise. Aber wir gucken mal, ob wir uns teleportieren können. Was? Aua. Oh, wir kriegen ja keinen Fallschaden. Okay, Leute, warte. Wir teleportieren uns jetzt hier runter. Hier, auf den Baum. Zack. Auf den anderen Baum. Auf die Plattform. In den Wasserfall. Wie cool ist das denn? Okay, ich muss aufhören. Okay, Leute. Aber das macht voll Spaß, okay. Warte mal, wo ist denn... Da oben. Kommen wir da hin? Ups. Yes, kommt wir. Zack, au! Okay, perfekt. Da sind wir bei unserem Turm. Ein Diamant und ein Enderauge. Jetzt wird es wirklich knifflig. Okay, ich dachte, man braucht Blazepulver. Und dann... Ah ja, genau. Dann können wir ein Enderauge machen. Supidupi, das haben wir sogar. Das heißt, wir können den Rest hier wieder zurücktun. Super. Zack. Dann brauchen wir noch einen Diamant. Okay, der sollte in der Höhle zu finden sein. Okay, Leute, ich bin wieder auf Mission. Ich habe mir übrigens noch eine Eisenspitzhacke mitgemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Viech hier abbaut. Wahrscheinlich nämlich nicht, weil es aus Stein ist. Und ich würde ungerne, wenn ich einen Diamanten finde... Oh, perfekt! Perfekt. Würde ich ungerne, dass der nicht abgebaut wird. So, wir haben einen Diamanten. Wir haben ein Enderauge und wir können einen End-Teleporter machen. This will take you to another dimension. Das heißt, das bringt uns ans Ende. Wir können einen Bogen und Feuerwerk noch kombinieren. Okay, kein Problem. Zack, zack. Ups, falsch rum. Ein Bogen, dann Feuerwerk. Und wir können einen Raketenschießer machen. Okay, was kann so ein Raketenschießer? Lass uns mal versuchen, da hinten auf das alte Bienenhaus. Ah, oh, wie cool! Warte, können wir Feuerwerk machen? Macht der Feuerwerk am Himmel? Hm,
bisschen disappointing, aber ist okay. Ich wünschte, ich wüsste, wie viel Schaden das Ding macht. Weil ich will nicht einfach ins Ende gehen, bevor wir was machen. Okay, hier stand, das kann man upgraden. Ich weiß nicht wie, okay? Ich werde es mal versuchen mit einfach ganz normalen Gegenständen, wie zum Beispiel jetzt hier Eisen, damit das Ding aus Eisen wird. Oh, das geht! Oh mein Gott, wir hätten uns echt viel sparen können. In was können wir jetzt noch? Wir können es in Diamanten verupgraden. Okay, Diamant. So, hier nehmen wir das Ding. Upgraden, upgraden, Diamant. Diamant-Pick-Schwert. Ihr wisst schon, was ich meine. Axthacke. Ihr wisst Bescheid. Okay, damit fühle ich mich etwas besser ausgerüstet. Wir haben noch unsere Kartoffel. Ich glaube, wir müssen jetzt ins Ende. Ah! Ich wusste, dass es passiert. Ich habe mich trotzdem erschreckt. Irgendwie, weil das so knallt. Und dann ist es so eine Krisensituation. Sag mal, baue ich mich hier falsch raus? Okay, Leute, wir sind frei. Hier sind ein Haufen Endermänner. Ich versuche sie nicht anzugucken. Wir haben natürlich kein Wasser dabei. Supitastisch. Ich habe den Raketenwerfer. Und da oben ist der Enderdrache. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gewinnbringende Mission hier wird. Vielleicht sollten wir uns einfach zurückziehen taktisch. Weil, Ich bin kein Drachenkämpfer, okay? Ich bin Hausbauer, okay? Ich richte das ein. Ich baue ein Gewächshaus, meinetwegen, keine Ahnung. Aber ich baue, ich bin kein Kämpfer, okay? Ich kann es nicht. Es ist mir nicht gegeben. Es sind zu viele Viecher da. Au! Okay, ich hau ab. Leute, ich hau ab. Ich fliehe. Ich renne. Ich möchte nach Hause. Das Ding ist einfach kaputt gegangen wie ein Teleporter. Und jetzt bin ich hier stuck. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke für nichts. Hör auf zu brüllen, Drache. Hier, wisst ihr was? Ich kämpfe. Eins, zwei, drei, das regeneriert. Stimmt. Au, ich muss irgendwas machen. Naja, gut. Wir haben es auf jeden Fall versucht. Wir sind wieder... So sind wir auch zu Hause. Ich denke, das ist ja auch schön. Unser Item-Ding, sie geht theoretisch noch. Es ist nicht mit explodiert. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hier ist Creeper. Hi, Creeper. Nein! Warte, unser Item verbinden. Die Ding ist kaputt gegangen. Okay, Leute, dann war es das mit dieser Folge. Minecraft, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Minecraft wollt oder lieber Roblox, was euch besser gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.